Du liegst auf dem Rücken, deine Beine sind angewinkelt und hebe langsam deinen rechten Arm bis zur senkrechten Stellung. Finde das Gleichgewicht und denke nun an die Ellbogenspitze. Bewege die Ellbogenspitze ganz ruhig vor und zurück, sodass sich der Oberarm langsam um die Längsachse dreht. So bewegst du deinen Schultergelenkkopf in der Schultergelenkpfanne. Stelle dir die Bewegung vor, wie würde es aussehen, wenn du hineingucken könntest. Ziehe gleichzeitig das Schulterblatt in Richtung Taille herunter und hebe dann das Schulterblatt weit in Richtung Decke nach oben. Halte einen Moment die Spannung und lasse dann die Schulter in Richtung Boden nach unten gleiten. Senke dann den Arm seitwärts weg. Und wenn du auf dem Boden angekommen bist, lasse den Arm frei und löse die Restspannung. Hebe nun ganz langsam den anderen Arm bis zur senkrechten Stellung. Suche wieder das Gleichgewicht und fange an, den Oberarm hin und her zu drehen. Bewege langsam das Schulterblatt in Richtung Taille. Hebe dann das Schulterblatt weich nach oben. Spüre die Arbeit, die du leistest und lasse dann die Schulter wieder zurück zum Boden kommen. Senke nun den Arm seitwärts nach außen weg. Entspanne und löse, wenn du unten angekommen bist. Hebe jetzt ganz ruhig beide Arme zur senkrechten Stellung. Drehe die Ellbogenspitze, sodass du beide Schultergelenkköpfe in den Pfannen aktiv bewegst. Versuch auch hier, in die Gelenke hineinzuschauen. Wie bewegen sich die Gelenkköpfe in den Pfannen? Kannst du dir das vorstellen? Ziehe beide Schulterblätter in Richtung Taille herunter und hebe dann die Schulterblätter wieder hoch. Spüre die Arbeit und lasse dann ruhig die Schulterblätter wieder nach unten zum Boden gleiten. Senke beide Arme seitwärts in Richtung Boden. Lasse frei und entspannen, wenn du unten angekommen bist.